Hallo und herzlich willkommen, nicht nur zum Abschluss der Klassikerwoche, initiiert von Sophie von Fast Hunt, Kanal ist markiert, sondern in diesem Video gibt es mal wieder einen Tag. Es gab schon mal einen ähnlichen Klassiker-Tag, ich weiß nicht, wer den mal gestartet hat, bin ich gerade überfragt. Auf jeden Fall habe ich die Fragen so ein bisschen adaptiert und würde auch von euch gerne erfahren, wie ihr zu Klassikern steht, und das finden wir in diesem Video raus. Was macht für dich einen Klassiker aus? Ich halte es mit der Definition ein bisschen. Ein Klassiker ist ein Buch, von dem jeder sagt, dass er es gelesen hat, aber keiner liest es. Ich glaube, Mark Twain hat das so formuliert. Ein bisschen ist es so, Klassiker haben diesen Nimbus von jeder muss dieses Buch mal gelesen haben. Ich sehe das nicht so, ich halte von so Überhöhungen nicht so viel. Natürlich gibt es Bücher, die so literaturgeschichtlich oder so ideengeschichtlich einen unglaublich großen Einfluss irgendwie auf spätere Autorinnen hatten. Bin ich total d'accord damit. Um zu meiner Definition zurückzukommen, also ich glaube, es gibt so diese zwei Sachen. Das eine ist das ist so geil, so ein Must-Read, und dann spielt die Datierung auch gar keine Rolle. Ich halte es eher so mit Klassiker sind keine Autoren, die noch leben. Es muss jetzt nicht die Weimarer Klassik oder so sein, meine Güte, aber sagen wir mal so, mit den Autoren, die im 20. Jahrhundert gewirkt haben und die jetzt nicht mehr unter uns sind, hört es für mich eigentlich so mit Klassikern auf. Wie fandest du als Schüler Pflichtlektüren im Unterricht? Ich habe als Schüler immer wahnsinnig gerne gelesen. Ich habe auch kein Buch nicht gelesen, das irgendwie Schullektüre war. Im Gegenteil, ich fand es immer sehr cool und war so ein typischer Deutsch 1 Mathe 4 oder schlechter Schüler. Welche drei Klassiker kannst du wärmstens empfehlen? Drei Klassiker, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind Heinrich Heine, Deutschland ein Wintermärchen oder auch andere Sachen von Heine. Ich habe eine große Heine-Gesamtausgabe. Ich liebe Heinrich Heine. Dann würde ich auch immer die Gedichte von Czesław Miłosz empfehlen, wenn man ein bisschen was Moderneres lesen will, polnischer Literatur-Nobelpreisträger und vielleicht auch geprägt von einer aktuellen Lektüre. Charles Dickens, David Copperfield, freue ich mich übrigens auch auf den Film. Liest du oft klassische AutorInnen? Ich habe relativ viele klassische Autoren gelesen, weil ich 15 Semester in Mainz Komparatistik, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, studiert habe. Und da liest man sehr viele Klassiker einfach mit Schwerpunkt eher auf, sagen wir mal so, ab dem 18., 19., vom 19. Jahrhundert. Und ich lese und höre auch heute noch sehr, sehr gerne Klassiker. Das Einzige, was mich davon abhält, ist, dass die Damen und Herren sich damals gerne sehr viel Zeit gelassen haben fürs Schreiben und sehr dicke Bücher produziert haben. Aber gut, das macht ein Murakami ja auch. Welche drei Klassiker stehen auf deiner Want-to-Read-Liste oder liegen auf deinem Sub? So ganz oben steht definitiv Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Ich habe sehr wenig von den russischen Klassikern gelesen, zu meinem großen Bedauern. Krieg und Frieden muss ausgezeichnet sein. Ich habe nur mal reingelesen und es gibt auch ein extrem gutes Hörbuch, das ich mir anhören will. Das ist in drei Teile, 5 Millionen Stunden, glaube ich, aufgegliedert. Aber das würde mich wahnsinnig interessieren. Also das steht ganz, ganz oben. Dann gibt es auch klassische Autorinnen, von denen ich leider nicht so viel gelesen habe. Auch da versuche ich, meine Bildungslücken zu schließen. Gerade die Frauen werden da ja
fallen da gerne hinten runter. Das ist ein großer, großer Fehler. Also, dann möchte ich hier auch zwei Frauen nehmen, nämlich einmal Emily Brontë oder allgemein die Brontë-Schwestern. Da habe ich nur ein Buch bisher gelesen oder gehört, nämlich Pride and Prejudice, was mir ganz gut gefallen hat. Und dann würde ich sehr gerne die Essays von Susan Sontag mir mal reinziehen. Die müssen außergewöhnlich gut sein, habe ich bisher auch noch nie geschafft. Liest du Klassiker auch mal in der Originalsprache? Sofern ich es hinbekomme, lese oder höre ich Klassiker auch in der Originalsprache. Gedichte auf Polnisch, Englisch sowieso, Französisch bekomme ich auch hin, jemanden wie Voltaire oder so zu lesen und habe das getan. Oder Proust, also all das geht, also Englisch, Französisch, ganz kleines bisschen Polnisch traue ich mir zu und wenn das geht, und dann greife ich auch auf das Original gerne zurück, vor allem im Hörbuch. Zeitreise. Welchen Autor, welche Autorin würdest du gerne mal persönlich treffen? Den schon erwähnten Heinrich Heine würde ich sehr gerne mal persönlich treffen, weil es eine unglaublich interessante Figur sein muss. Ich könnte jetzt irgendwie auch andere Namen nennen, aber wenn ich jetzt sage, ich würde gerne Aristoteles treffen, dann hätte ich das Problem, dass mein nicht existentes Altgriechisch eine Konversation doch sehr erschweren würde. Deswegen bleibe ich mal eher in unserem Kulturraum und Heinrich Heine mit seinem bewegten Leben, den würde ich wirklich gerne mal treffen. Gibt es einen unterschätzten Klassiker? Ja, definitiv gibt es das. Ich glaube, dass bei uns in Deutschland viel zu wenig Leute Charles Baudelaire gelesen haben, seine Gedichte, Blumen des Bösen oder auch seine Essays. Ja, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein unterschätzter Klassiker. An welchem Klassiker hast du dir die Zähne ausgebissen? Frage vergessen zu beantworten, deswegen reiche ich die jetzt hin. Es gibt gleich zwei Klassiker, an denen ich mir die Zähne ausgebissen habe. Das eine ist James Joyce Ulysses, sowohl im englischsprachigen Original als auch in der deutschen Übersetzung. Für mich ein absolut unlesbares Buch. Das spielt hier so ein bisschen auf die Odyssee an und hat verschiedene Kapitel, die sich inhaltlich etwas von dem, was passiert, auf die Odyssee stützen. Spielt aber in Dublin in der Moderne, alles an einem Tag. Also, und das wirklich Interessante an diesem Buch ist, dass Joyce da sprachlich mit jedem Kapitel einen anderen Stil der englischsprachigen Literatur in Form eines Pastiches imitieren. Leider ist das für einen Nicht-Muttersprachler ziemlich harte Kost. Und das ging irgendwie nie an mich. Was auch nie an mich ging, ist von Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Ein furchtbar dicker Wälzer, zwei Bücher in schwarzen Schutzumschlägen stehen bei mir zu Hause rum. Und weiß nicht, bin überhaupt nicht drauf klargekommen und hab, ja, man kann sagen, so einen richtigen Ekel davor entwickelt. Tagge andere LeserInnen. Nämlich Sophie von First Hand, auf die hohe Gefahr, dass sie schon mal einen Klassiker-Tag natürlich irgendwie gemacht hat. Norman von Notizhefte, der hier auch immer sehr fleißig auf meinem Kanal kommentiert. Danke dafür. Und dann noch Sarah von The Sarah Story. Und wenn du Lust hast, diesen Tag zu beantworten, dann nur zu. Du kannst auch dir nur einzelne Fragen rauspicken, hier in die Kommentare schreiben oder du drehst selbst ein Video. Und ich freue mich, wenn du mir dann Bescheid gibst.